Keine Frage, das Thema des heutigen Tages, vor allem an der Wall Street, das ist der Totalabsturz von Netflix nach Vorlage der gestrigen Zahlen, vor allem der Abonnentenzahlen, die massiv enttäuscht haben. Man verliert Abonnenten, man ist nicht mehr auf Wachstumskurs, das hat die Wall Street geschockt. Und jetzt stellt sich die Frage, heute meldet Tesla seine Zahlen und vor allem seinen Ausblick. Wird das die nächste Story sein oder wird uns Elon Musk wieder eine wunderbare Geschichte präsentieren, warum Tesla so toll ist und diese massive Überbewertung natürlich verdient hat? Und sehr genau hinschauen wird meine zweitbeste Freundin bei diesen Tesla-Zahlen, nämlich Cathy Wood, denn sie hat einen massiven Anteil in ihrem Portfolio an Tesla-Aktien. Und dadurch, dass die Tesla-Aktie in diesem Jahr noch so einigermaßen sich gehalten hat, ist diese Geschichte für Cathy Wood natürlich total wichtig. Dementsprechend kann wahrscheinlich nur eine einigermaßen ordentliche Performance von Tesla ihren Totalabsturz verhindern, ihren Netflix-Moment verhindern. Und wir wollen uns die ganze Geschichte mal anschauen, ob die beiden vielleicht doch irgendwann das Netflix-Schicksal ereilt. Ja, aus Fang, Facebook, Amazon, Netflix und Google ist jetzt nur noch FN geworden. Es ist also F und N raus. Jetzt ist nur noch AG, also praktisch Amazon und Google respektive Alphabet. Und wir sehen, dass auch Facebook, also Meta, heute unter den Zahlen von Netflix leidet, dass viele andere Streaming-Plattformen darunter leiden. Faktisch haben wir jetzt nach dem 37% Absturz von Netflix nur noch vier wirklich große Player, nämlich Microsoft, Apple, Google und Amazon, die wirklich gut noch dastehen. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wie die Wall Street da reagiert hat. Die waren geschockt. Viele Portfolio-Manager hatten Netflix in ihrem Depot. Von 33 Analysteneinstufungen waren 30 Kauf, nur 3 Sell. Der Rest also praktisch alles bullish, alles super. Und jetzt hagelte es heute, wie so oft bei Sell-Side-Analysten, dann Abstufungen von Kaufen auf Neutral oder auf Verkaufen. Jedenfalls hat Netflix jetzt 200 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren innerhalb von nur 5 Monaten. Die Firma war mal über 300 Milliarden Dollar wert. Jetzt ist man unter 100 Milliarden Dollar. Also das ist schon ein radikaler Absturz, liegt auch eben an der Inflation, weswegen Andreas Steno Larsen sagt, ja, kauft nur die Sachen, die die Leute wirklich dringend brauchen. Alles, was ein Kann, aber kein Muss ist, ebenso etwas wie Netflix, das könnte aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten für die Leute ein riesiges Problem werden. Und sollte Tesla mal irgendwann das Netflix-Schicksal ereilen, dann hätte Cathy Wood ein Problem. Hier sehen wir mal die durchschnittliche Aktie, die in dem ARK Innovation, in diesem Muster-ETF von Cathy Wood enthalten ist, ist jetzt 70% unter ihrem 5-Jahres-Hoch und sie ist gleichzeitig 40% year-to-date, also seit Jahresbeginn im Minus. Das ist schon eine stramme Leistung dieser Dame, die vorher ja die totale Highflyerin war. Aber was hochfliegt wie Icarus, das stürzt dann auch vielleicht mal ab. Wir sehen hier ein ziemliches Desaster in Zahlen und wir sehen hier oben auch in dieser Grafik, in dieser Aufstellung, dass die Gewichtung von Tesla in ihrem Depot mit klar am höchsten ist, mit 10,55% Gewichtung an Tesla. Das heißt, da geht es richtig um was und dadurch, dass sich Tesla, wie gesagt, einigermaßen gehalten hat, war der Totalabsturz für ARK Innovation nicht ganz so schlimm, wie er hätte ausfallen können. Aber heute geht es weiter nach unten, um und bei 5% für den ARK Innovation. Spotify wird mit abgestraft, eben mit Netflix. Roku wird abgestraft, Shopify, Twilio, alles wunderbare Holdings, die Cathy Wood in ihrem Depot hat. Also das ist kein wirklich guter Tag für die gute Cathy. Und deswegen wird sie ziemlich nervös sein jetzt. Wie werden die Zahlen reinkommen? Vor allem, wie wird Tesla, wie wird Elon Musk den Ausblick gestalten auf das nächste Quartal? Man munkelt ja, da gäbe es das eine oder andere Problemchen in Sachen Batterien. Denn die Rohstoffe, die man für diese Batterien braucht, für die Elektrobatterien, die sind ein bisschen rar gesät. Vor allem eben jetzt durch die Ukraine-Invasion durch Russland. Elon Musk hat bekannt gegeben, er selbst wird bei diesem Conference Call dabei sein. Das ist entweder ein gutes Zeichen für die Aktie oder ein ganz, ganz schlechtes. Eins von beiden wissen wir nicht. Aber jedenfalls versucht Musk hier ein bisschen Wind zu machen mit seiner geplanten Twitter-Übernahme. Hier versucht er ja
43 Milliarden Dollar irgendwie aufzutreiben, um dann Twitter zu kaufen. All das lenkt so ein bisschen natürlich ab von dieser ganzen Tesla-Zahlengeschichte, die uns heute ab ca. 22.10 Uhr erwarten dürfte. Wie wird vor allem auch der Effekt etwa des Lockdowns in Shanghai sich hier auswirken? Jetzt die Tesla-Fabrik ja wieder, diese Gigafactory ja jetzt wieder am Start. Es wird so langsam hochgefahren, wird allerdings noch lange nicht auf Volllast produzieren können, so wie es aussieht. Zumal da die ganze Logistik noch fehlt, da fehlen Fahrer, da fehlt die Infrastruktur. Shanghai ist ja noch überwiegend im Lockdown. Da kannst du zwar eine Firma irgendwie vielleicht versuchen zum Laufen zu bringen, aber du kannst deine Teile nicht transportieren, du kannst so viele Sachen nicht machen. Das wird also sicherlich ein Faktor sein heute bei dem Ergebnis. Und Tesla ist natürlich als eine Firma, die eine Marktkapitalisierung von 1 Billion um und bei hat, natürlich sehr wichtig auch für den Nasdaq mit einer starken Gewichtung. Und dieser handelt jetzt direkt an seinem Aufwärtstrendkanal. Einen Wochenchart, den Sie hier sehen, ich hatte diesen Chart heute Morgen schon gezeigt, also da geht es jetzt um was, wie gesagt, Tesla ist durchaus ein Schwergewicht und heute der Nasdaq ja schon schwächer, auch die Tesla-Aktie schwächer, Nasdaq schwächer als S&P 500 oder Dow Jones, die sehen ganz anders aus derzeit, die sind im Plus, während der Nasdaq derzeit zumindest im Minus handelt. Warum sind zumindest Dow Jones und S&P 500 im Plus? Nun, es ist die Aussage von Bostic, dem FED-Mitglied aus San Francisco, der gesagt hat, ja, also diese Abstufung des Wachstums durch den Internationalen Währungsfonds, die sei doch ein Warnzeichen. Wir sollten deswegen die Zinsen nicht jenseits der neutralen Rate anheben. Mit anderen Worten, wir sollten die Zinsen nicht zu stark anheben, sollten die Wirtschaft nicht zu stark ausbremsen. Hier sagt er, da ist eben jetzt hier die Möglichkeit, dass wir dann bei 2,5% dann aufhören, die Zinsen anzuheben. Und das ist etwas, was die Wall Street durchaus kotiert hat, weswegen dann die Aktienmärkte heute positiv agieren. Außerdem hat er noch gesagt, wie Stalingrad und Pursky hier sarkastisch anmerkte, dass die Fed jetzt etwa 1 Million Subscriber von Netflix pro Monat kaufen wird. Also Abonnenten von Netflix als neue Zielgröße der Fed, damit der Totalabsturz von Netflix wenigstens etwas gebremst werden kann. Und dann der zweite Grund, warum die Aktienmärkte heute zumindest Value-Werte, könnte man sagen, besser dastehen und sich im Plus entwickeln, ist eine Aussage der Bank of America, die sagt, ja Leute, jetzt ist wahrscheinlich in diesem Quartal der Peak der Inflation erreicht. Es wird jetzt nicht weiter nach oben gehen. Das ist das eine und die Fed wird sich jetzt mehr und mehr dann auch kümmern um die Vermeidung einer Rezession. Deswegen, Handlungsempfehlung der Bank of America, gehen wir short auf die Rendite der 10-jährigen Anleihe. Man kauft also den Kurs sozusagen, man geht long in der 10-jährigen Anleihe, spekuliert also auf einen Fall jetzt der Renditen, die bei der 10-jährigen ja fast bei 3% jetzt kürzlich gewesen sind. Also das war das Signal an den Markt, ja, wenn die Inflation jetzt peakt, wenn die ihren Hochpunkt erreicht hat, ist doch schick. Wenn die Fed jetzt auf der anderen Seite sich mehr und mehr auch um die Wirtschaft kümmert und möglicherweise nicht allzu stark die Zinsen anhebt, dann ist das doch auch schick. Aber morgen werden wir Aussagen von Powell haben. Brainard hatte sich ja immer wieder extrem hawkisch geäußert. Powell hat sich immer wieder hawkisch geäußert. Und diese beiden sind natürlich als Chef und Vizechefin sehr viel wichtiger als jetzt eben Bostic. Da muss man eben abwarten jetzt auf morgen, ob Powell diese Linie von Bostic bestätigt. Hier sehen wir mal die in den Märkten eingepreiste Erwartung für Juli, da sehen wir, ja, die meisten erwarten so den Zinssatz der Fed zwischen 2,5 und 2,75%, andere zwischen 2,75 und 3%. Das ist so die Mehrheits-, die Konsensmeinung. Am hawkischsten ist Ballard, der bis Jahresende, der St. Louis Fed-Chef, die Zinsen bei 3,5% haben will. Aber wir sehen, dass das ganze Zinsthema, die ganze Ukraine-Geschichte natürlich schon Spuren hinterlässt. Wir sehen jetzt etwa die schlechteste Performance, wenn man mal Aktienmärkte und Anleihenmärkte in den USA kombiniert. Das ist die schlechteste Performance seit der Finanzkrise, nämlich seit dem Jahr 2008, vor allem ja für die Anleihenmärkte desaströs. Wenn die Renditen steigen, dann fallen ja die Kursen von Staatsanleihen. Dementsprechend, wenn man beide zusammennimmt, ist das schon ziemlich heftig, was da passiert ist.
heftiger auch als das, was damals bei der Dotcom-Blase passiert ist, weil Anleihen eben keine Flucht sind. Wenn es bei den Aktienmärkten mal nicht so läuft, dann fliehen ja Investoren gerne in die Anleihenmärkte, in die Staatsanleihen. Das ist diesmal aufgrund der Inflation und der Zinsanhebungen durch die Fed jetzt nicht so das beliebte Spiel gewesen. Dementsprechend, wo sich verstecken, das ist die große Frage. Zumal gleichzeitig jetzt die Profit Expectations, also die Gewinnerwartungen, deutlich zurückgehen. Das gilt für die globalen Unternehmen einerseits und das gilt vor allem auch für die US-Unternehmen. Hier hat etwa jetzt sind die Estimates etwa für die US-Unternehmen in den letzten, von den letzten 5 Wochen, 4 Wochen lang gefallen. Man nimmt also die Erwartungen deutlich runter. Bei den globalen Unternehmen sind es die letzten 8 Wochen in Folge. Also es wird immer weiter abgesenkt, die Erwartung. Jetzt kommen ja diese ganzen Quartalsergebnisse. Vielleicht liegt die Latte so niedrig, dass man dann drüber springen muss. Wir werden sehen. Aber die Märkte sind insgesamt nach wie vor extrem teuer. Zumindest wenn wir nach CAPE, also dem inflationsbereinigten KGV der letzten 10 Jahre sehen. Eine Methode, die ja der Preisträger Schiller, Robert Schiller, erfunden hat oder als Bemessungsgröße eingeführt hat. Wir sind also nach wie vor weit, weit, weit übertrennt und die Unternehmen müssen das jetzt eben auch rechtfertigen. Das ist eine, ist die höchste Bewertung jetzt seit der Dotcom-Blase, die wir sehen, also auch deutlich höher als kurz vor der Finanzkrise. Auf der anderen Seite sehen wir, dass FANG explodiert eben, erst Meta, also Facebook, dann Netflix und dennoch der S&P 500 fast 1% im Plus. Das ist ein Stärkezeichen, sagt hier Vital Knowledge Media und Ralph Axel von der Bank of America bringt es nochmal auf den Punkt, wenn er sagt, ja, wir erwarten, und das ist sozusagen das bullische Moment heute auch, wir erwarten, dass die Fed ihren Fokus von der Inflation in Richtung Rezession der US-Wirtschaft verschiebt. Wie gesagt, lasst uns da abwarten, was Powell morgen sagen wird, ob diese Hoffnung berechtigt ist. Jetzt schwitzt sogar schon die wunderbare EZB-Kasak, der Lette. Lettisches EZB-Mitglied hat gesagt, also wir werden ab Juli die Zinsen signifikant erhöhen müssen. Ja, sag einmal, hat der den Schuss noch nicht gehört? Hä? Der Mann muss ausgeschlossen werden. Es ist doch von Zinsanhebungen keine Rede. Man wird jetzt erstmal im dritten Quartal die Anleihekäufe zurückfahren. So war doch die letzte Message von Madame Inflation Lagarde. Und jetzt prescht er auf einmal vor. Und auch Herr Nagel, der deutsche Bundesbankchef, auch jetzt Mitglied der EZB, hat gesagt, dass es wird immer weniger wahrscheinlich, dass wir wieder auf die 2% zurückkommen, also so weit nach unten gehen, dass wir bei 2% sind. Wissen Sie übrigens schon, dass ich der Meinung bin, dass wir die EZB abschaffen sollten? Viele fragen dann, na, was kommt dann danach? Also würde das die Abschaffung des Euros bedeuten? Nein, nicht zwangsläufig. Man könnte doch einfach zum Beispiel den Markt die Zinsen bestimmen lassen und sagen, okay, das ist jetzt der Zinssatz, den wir haben. Es gibt in den USA ja auch eine Bewegung End the Fed, schafft die Fed ab, weil man sagt, die Fed hat im Grunde alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Die sehen auch nicht besser durch als andere und versuchen mit ihren Eingriffen Dinge zu schaffen, die dann völlig daneben gehen. Das ist diesmal auch passiert mit der Blase am Aktienmarkt, vor allem aber am US-Immobilienmarkt. Und jetzt mit überschießenden Energiepreisen, die uns alle treffen, die Europäer viel mehr als die Amerikaner, aber auch die leiden schon darunter. In Spanien ist es jetzt etwa so, dass der Strom so teuer ist, dass jetzt Apps boomen, die einem anzeigen, wann es besser ist, Elektrizität zu verbrauchen, wann also dieser Strom günstiger ist. Dementsprechend, wenn man zum Beispiel dann schon um 5 Uhr nachmittags zu Abend isst, was in Spanien sehr ungewöhnlich ist, statt um 21 Uhr zu Abend isst, was in Spanien normal ist, dann würde man 60% Strom sparen. Ich bin sicher, dass solche Apps bald auch in Deutschland en vogue werden. Und jetzt hat unsere wunderbare Außenministerin gesagt, ja, auch Deutschland wird vollständig aus russischen Energieimporten aussteigen, aus Kohle bis zum Sommer, Öl wird man bis zum Sommer halbieren und bei Jahresende bei Null sein. Und auch aus Gas werde man aussteigen in einem gemeinsamen europäischen Fahrplan. Wunderbar, gemeinsamer Ausstieg, der Komplettausstieg der Europäischen Union, das ist unsere Stärke. Fragt sich nur, wo wollt ihr das Gas denn dann herhaben? Das wird leider nicht funktionieren, weil einfach diese Kapazitäten gar nicht da sind, etwa bei Flüssiggas, aber lass RBC was träumen, da ist also vor Baerbock und auch mein drittbester Freund Marcello Fraccherino hat heute nochmal dargelegt, warum das ja schon irgendwie möglich ist, auch wenn es ein bisschen wehtun wird mit diesem Energieembargo, aber das muss man ja wollen, so sagt er.
Die Gasdebatte ist scheinheilig. Also wenn jetzt jemand scheinheilig ist, dann würde mir jemand einfallen, gell? Vielleicht fängt der Vorname mit M an. Ich will da nicht zu viel verraten. Dass all das Bullshit ist, was Marcello Fraccia hier sagt, das zeigt der ehemalige E.ON-Chef, also des Konzerns E.ON, der klar macht, was das bedeuten würde, warum es wirklich geht. Das ist das beste Interview, das ich bisher gesehen habe zu diesem ganzen Energiethema. Ein Interview bei Mission Money. Ich habe einen kurzen Artikel dazu geschrieben und dort das Video eingebettet. Wenn Sie also hier mitreden wollen, dann müssen Sie das sehen, wenn Sie es nicht schon gesehen haben. Denn das ist das substanziellste und beste Interview, was es zu diesem Thema nach meiner Auffassung bisher gibt. Werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und nochmal hinweisen. Heute, so ab 22 Uhr, 22.10 Uhr, werden wir bei finanzmarktwelt.de die Zahlen von Tesla bringen und kommentieren. Sie können als zweiten verlinkten Artikel sich schon mal die Vorschau angucken. Was wird erwartet? Wie ist so die Ausgangslage für Tesla? Also diese beiden Artikel unter dem Video verlinkt. Jetzt sehen wir uns hoffentlich dann um 22 Uhr bei Finanzmarktwelt zu Tesla. Und ich sage Servus und Ciao.